Mach ein YouTube-Zeichen und dann geht's auch nach der Pause weiter. Ach ja, ich muss ja meine Seelen einsammeln. Wo musste ich die denn einsammeln? Knapp bei 51 Stunden. Wir sind bei 40. Meine Seelen waren komplett auf der anderen Seite. Nö, Giganteninsel war pünktlich. Bei mir steht 0 Uhr 15. Passt ganz genau. Passt ganz genau. So, die eigentliche Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ob ich nicht erstmal versuchen sollte, dieses Mobs-Ding da auszuschalten, weil er geht mir doch gehörig auf den Sender. Nicht blocken kann. Wo liegt denn? Au! Jetzt bitte nicht nochmal sterben. Das wäre uncool. Dankeschön für Estos trinken. Ich kann gerade nicht auf den Chat gucken, ey. Das geht hier gerade zu sehr ab, Freunde. Da ist Krabbel. Da ist mein Lebenspopel. Ich sehe mein Lebenspopel. Das ist schon mal die gute Nachricht. Lebenspopel-Hype. Lebenspopel-Hype! Ja, keine Ahnung. Ich hatte gerade halt, alle Monitore waren schwarz. Deswegen habe ich nichts gesehen. Und dann haben mich hier die Krabbis weggekrabbt. Ich renn mal darüber. Jetzt sieht das so aus, als ob ich hier irgendwas blocken kann. Alter, das ist das reinste Krabbel. Nee. Kann ich nichts blocken. Das war ein Trugschluss. Das war ein Trugschluss! Tut mir leid. Estus? 8 Stück noch. Ich sehe aber auch keinen weiteren Weg vom. Pfoff, weiß ich schon. Doch da. Wo war das denn jetzt? Da. Da ist eine Höhle. Da sehe ich nur Krabben. Ein ganzer Krabbensalat. Da oben ist ein Weg. Wo ich eventuell da hinten hochkomme. Kann jetzt beides sein. Das kann der rechte Gang sein oder der linke Weg. Unschlüssig. So, ich glaube, das Ding, wenn das jetzt noch hier runterschießt, entgegen allen physikalischen Gesetzen, wie soll das gehen? Ich wollte schon sagen. So, dann gucken wir uns mal hier um. Vielleicht finden wir ja hier den Ausmachhebel. Oh, Lizard! Den nehme ich mit. Nein! Bleib stehen! Nein, bleib stehen! Dankeschön. Punkelt die da nicht? Da hinten ist noch einer. Ach so, okay. Sorry, leckt schon wieder bei mir. Hat er es gelesen? Nein. Sorry, habe ich nicht. Weil ich gerade damit beschäftigt war, der Ballaster auszuweichen. Sorry, Sascha. So, immer sei gegrüßt. Ja, im Moment suchen wir halt den Ausschalter für dieses Knüppelding. Das nervt gerade ein bisschen gehörig. Das führt dazu, dass ich nicht so viel auf den Chat gerade gucken kann. Ah ja, bleib stehen. Oh, bleib stehen! Oh, dieses. Oh, close. Titanitbrocken. Oh, unser erster Titanitbrocken. Ach, und hier ist der Typ, den wir gesehen haben. Hier ist der, jetzt wollte ich sagen Jean-Paul Belmondo. Nee, weiß ich schon, der Lustsklave. Weiß ich auch nicht, wieso ich mit Lustsklave Jean-Paul Belmondo in Verbindung bringe. Wir haben so gar nichts miteinander zu tun, aber nee, egal. Ich loote mal.
Kollege? Bros. Wir. Ich mag deine Alte. Okay, vielleicht sind wir deswegen keine Bros mehr, weil ich seine Alte mag. Es könnte sein, da ist ein Fehler im System. Hallo Hellebardenmann. Au! Ja, da muss ich nicht backstabben. Entschuldigung. Ja, hier im Gang ist doof. Komm, lass uns doch mal in die Mitte gehen. Ja, in die Mitte gehen. Lass uns Tango in der Mitte tanzen. Liebe, Liebe, Liebelei. Gleich haut der Horus uns zu Brei. Oder ich ihn. Oh, der hat, glaube ich, ein Parry-Schild oder sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht. Liebe, Liebe, Liebelei. Ah, ich pieks am Horus voll vorbei. Das geht ja gar nicht klar. Komm her, du Moped, Mann. Wieso muss ich den denn jetzt umbringen? Ich hätte doch mit ihm lieber geredet. Löffelenschild. Das gab's in Dark Souls 1 in den Katakomben. Glaube ich. Grab mal der Riesen. Entschuldigung, Grab mal der Riesen, glaube ich, war es. Relativ ranzige Stats, wie ich finde. So ranzig, ranzig. Jetzt hat Gigantinsel. Okay, er hat's gesehen. Jetzt habe ich es auch gesehen. Danke. Ein von großem Schmied. Ein vom großen Schmied gefertigter Metallschild. Er besteht aus seltenem Geistahl. Und kann die verschiedenen Arten von Schaden mindern. Ja, aber nicht gut, ne? Eher so nicht wirklich. Ja, ich würde gerne... Ich halte es nicht aus. Ja, ich auch nicht, weil deine Nachricht im Weg liegt. Geh weg. Ich kann das Ding nicht looten. Also, ihr seht, dass es minimal kurz da ist, aber die Nachricht springt jedes Mal wieder in. Alter! Gelbes Käferkügelchen. Große Titanitscherbe. Große Titanitscherbe. Gut, also geht's hier nicht weiter. Aber zumindest sehe ich hier jetzt auch nichts. Doch, ich hab's noch, doch. Ich hab's noch gelesen. Ich hab's doch noch gelesen. Grimm sei gegrüßt. Wenn der gute Herr irgendwelche Töne treffen will. Ja, aber du weißt doch, Yosuka. Übung macht den Meister. Übst du nicht, kein Meister. Aber ich sehe auch nichts irgendwie, was ich noch anhitten könnte. Hier sieht alles irgendwie ziemlich einheitsbreiig aus. Bei Kuverti gibt es heute wieder mal Dark Souls Shirts. Welche denn, Hopesick? Die drei, die es schon mal vor ein paar Wochen gab? Mit dem Estus-Flakon und den Heavy-Metal-Aussichten-Ding? Okay, dann war die Höhle tatsächlich nur, um ihn zu finden. Dann können wir die Quest mit ihr vorantreiben. Und ja, Scherben gab's. Wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt brauchen wir aber die Klumpen. Na, jetzt haben wir auf einmal 5 und nur einen Klumpen. So, dann gucken wir mal auf die andere Seite. Wie soll das denn bitte? Okay. Okay, ja, hier sage ich nichts. Da kann es wirklich theoretisch noch gehen. So, da drüben könnte ein Weg sein. Aber wo fängt der Weg an? Warte, wir warten mal.
Gigantinsel. Komm gut ins Bett, mein Lieber. Und bis morgen, genau wie du es richtig sagst. Morgen 20 Uhr. Oh mein Gott. Dahinter könnte noch ein Weg sein. Das erkenne ich von hier nicht so wirklich. Oder da könnte auch noch ein Weg sein. Au! Hier könnten überall Wege sein. Hier? Ist Sackgasse. Okay, dann war das aber schon mal ausgeschlossen. Dann kann da nichts sein. Okay. Was? Hier sind nur drei? Was? Einmal der Ziegendämon, Solaire. Also neue. Okay, muss ich mal reinschauen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier meinen Tod renne. Kann gut sein. Wenn hier nämlich kein Durchgang ist. Ich nehme auch nochmal hier so ein Estus. 5 Stück habe ich noch. Oh, ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar ungut. Aber hier ist Loot. Chaotischer Edition, nein. Naja, chaotisch. Das war toll. Da drüben hin. Das sieht auch noch ölig aus. Uah. So, die Frage ist, ob es da weitergeht. Ich pull jetzt hier quasi alles. Hier geht's aber auch nicht weiter. Hier kommst du nur in den Baum rum. Es ist, wo ist denn der Kackweg? Er ist weg. Jetzt muss ich hier gegen so eine Krabbe spielen. Estus. Hab noch 4. Ich hab gerade. Oh, wir haben 2 Krabben. Und das erklärt's. Wir haben Krabbensalat. Oh, Estus. Ich hab noch 3. Da ist auch nichts. Okay, verstehe. Da ist kein Weg. Dann ist Weg falsch. Ich überlege gerade, wo hatten wir denn Weg? Wir hatten da einen Weg. Weg, 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 Weg. Au, Weg. Also hier sind wir erstmal, glaube ich, unten relativ fertig. Würde ich meinen. Weil sonst ist da nichts. So, habe ich irgendwas gefunden? Einen komischen Bumsmich-Edelstein. Wie hieß denn der? Chaotisch. Eine chaotische Waffe. Okay, den kannte ich auch noch nicht. Der ist auch neu. Sonst gab es allerdings nichts, was ich abgeben kann. Irgendwie gut. Okay, okay, okay. Dann reisen wir eine Reise, und zwar dahin und gucken ganz kurz und erzählen ihr, was mit ihrem Typ passiert ist. Sonst ist nicht da. Nee, deine Ecke war nix. Da war sonst nix. Also wie gesagt, nichts, was ich gesehen habe. Den Nebelmann habe ich da in der Ecke nicht gesehen, um das Ding auszuschalten. Das heißt, jetzt müsste der andere Weg vom Leuchtfeuer weitergehen. Sonst wüsste ich nicht, wie ich da oben hin soll. Also
Ansonsten haben wir noch die Rollmöpse, die Nebelwand, die andere Nebelwand. Also zwei Nebelwände, Rollmöpse und Käsekuchen. Minimum bis um 3, Archie. Wird das so wie gestern? Weiß ich nicht, Kuribo. Was war denn gestern bei dir los? Was war denn gestern? Ich habe ja gestern nicht gestreamt, von daher weiß ich nicht, wie Kuribos Tag gestern war. Keine Ahnung. Captain Knüppelklaus, nicht auf der Brücke, weil sonst flippert man wieder runter. So. Okay, nehme ich mit. Was? Ich meine Freitag? Ich habe keine Ahnung, was Kuribo meint. So, dann machen wir den hier noch. Dann machen wir die beiden hier. Und holen dann mal einen von den lustigen Leuten. Niemand weiß, was Kuribo meint. White Snowman, sei gegrüßt. Das ist die Wächter des Abgrundsrüstung. Mit Banditenmaske. Für den Style. Weil ich den Kopfteil nicht so geil fand. Au! Oh, okay, der hat zu früh runtergenommen. So, kleine Titanitscherbe. Dann machen wir dich hier noch. Noch mehr kleine Titanitscherben, die kein Mensch mehr braucht. Achso, ja, hier war. Ah! Hier war der Ambush, den habe ich vergessen. Mini-Ambush! So, und jetzt müssten wir bei ihr sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Also sie stand hier. Hm. Lasset erscheinen Weg. Ich weiß jetzt nicht, was das mir sagen soll. Das ist ein Prismastein, den hat sie wahrscheinlich hingelegt. Aber, ja, wohin? Sehen wir hier noch irgendwas? Ich sehe jetzt auch keinen weiteren. Naja, vielleicht finden wir sie ja so nochmal. Das war jetzt dann quasi für die Katze, aber das wusste ich ja natürlich nicht. Dass sie komplett wegmoved. Ich hätte gedacht, die steht da und ich kann ihr halt sagen, hey, dein Typ ist jetzt irgendwie ziemlich durchgedreht. Einsatz mit X. Naja, egal. Nein, da will ich nicht hin. Da will ich auch nicht hin. Wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Ich will zurück. Da will ich zurück. Ihr redet gerade über irgendwas, über Essen und über, ich habe keine Ahnung, Skelette? Ja, macht ihr mal. Passt schon.
schon. Ja, vielleicht finden wir die ja noch im weiteren Verlauf. Ziel. Ich kann sogar ein Level leveln. Dann können wir mal eben noch ein Level leveln. Dann sind diese hier nämlich auch wieder weg. Hätte ich gerade auch machen können, ich Depp. Na gut, hätte ich gerade wahrscheinlich nicht machen können, weil da hatte ich noch kein Level. Was? Mysteriösen? Was? Mysteriös? Partyboy? Was ist mysteriös? Ja, genau, dass die Frau weg ist. Das ist mysteriös. Keine Ahnung, wo die ist. Ich hoffe, die finden wir. Weil viel eher hätten wir den Typ ja nicht finden können. So. Wuppdiwuppdi. Reise, eine Reise. Dahin. Und dann gucken wir uns da nochmal um, wo es weitergeht. Eventuell kommen wir da zu diesem komischen Knatter-Mobs-Knechtgerät. Das geht mir tierisch auf den Sack, Mann. Muss doch irgendwie gehen. Von wo bin ich denn gekommen? So, von da sind wir gekommen. Das wäre der kürzeste Weg dahin. Oh, jetzt sag nicht, der Boss ist die Aberlass. Boss da im Gegner Klettermops mit im Moped. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Ich sehe Loot. Und ich sehe Riesenmöpse. Alter, was ist das denn? Alter, komm, was? Da hinten hängen Flammenkugeln. Wer bist du? Was bist du? Du bist ein Mini. Was? Alter. Das ist doch nicht dein fucking Ernst, Mann. Du hast Kugeln um dich rum! Flammenkugeln! Ich glaube, ich muss mal backstabben. Alter, was bist du? Au! Er schreit! Und da ist immer noch eine Flammenkugel. Ich nehme meine Estus. Hab ja noch 9. Alter Schwede. Kleine Titanitscherbe von so einem Riesen. Der Ziegendämon. Hier liegt der Ziegendämon rum. Einfach so. Ey, ich ahne Böses. Der Ziegendämon, Mann. Ja, da ist doch der fette Popetti, der Feuerdämon. Also hier die Statue. Alter. Wie viel Versuch hast du für den Wächter des Abgrunds gebraucht? 2. Achso, hier geht's nach unten. Kam ich da her? Ne, ich kam von da, ne? Achso, der ganze Mobs meiner Armee. Oh. Oh, oh, ich sehe gar nichts. Lila Liebe. Lila Liebe. Ja, stell doch noch mehr Möpse dahin, ey. In eine Ecke.
Ah, noch mehr. Boah, wie weit die das spucken. Holy moly. Boah, ey. Dead Range. Was? Dell hat irgendwas? Will heute keine Bosse machen? Ja, Bosse ist ein Abschluss vom Gebiet. Ich bin ja mit dem Gebiet noch überhaupt nicht fertig. Ich weiß ja nicht, wie ihr das spielt. Wahrscheinlich an euren Reaktionen zu deuten. Oh, guck mal, Boss, bumm, rein. Umknattern. Nein, das ist das Sahnehäubchen vom Gebiet. Das macht man als letztes, wenn man den Rest des Gebiets erkundet hat. Schwede. Ich stehe hier im Reinsten. Ich sehe nichts. Also, selbst die Vergiftung wäre mir ja egal. Doch nicht, der Schaden ist real. Oh, Estus. Ich sehe in diesem Nebel nichts. Das ist das Finstere. Titanitscherbe. Der ist halt so dicht und buschig, der Nebel. Da siehst du halt nichts. So. Wo war denn jetzt die andere Treppe? Die erste Treppe war hier. Und die andere Treppe war da. Sind die connected? Oh, nee. Diese Kugeln. Die kann ich angreifen. Au! Die mich auch. Feuerkugeln aus der Hölle. Okay, das führt beides mehr oder minder nach unten. Und da ist wieder so ein... Was ist das? Ist das dahinter ein Mob? Bin mir nicht sicher, ob da zwei Möpse sind. Das dahinter könnte auch nämlich ein Mob sein. So ein Stachel... Ja, ich liebte die schon im Sumpfgebiet. Nicht wirklich. Meisters. Kannst halt nichts gegen die machen. Außer zu Todesstaggern. Sie messen es noch. Ich hab sogar auf Rollen gedrückt. Alter, Kamera, dreh dich doch mal. Dummes Ding. Sechs Estus. Dieser Grabmann. Oh, das ist so das letzte, Mann. Dieser Jump, ohne Witz. Den hätten... Oh, ja, noch schlimmer als Hunde. Du triffst halt in der kompletten Animation halt nicht. Fünf Estus. Ah. Spike weist auf Spoiler hin, dann lese ich den Chat mal lieber gerade nicht nach. Ist das ein Mob? Nee, irgendwie nicht.
gibt. Ah, ich werde geröstet und gefressen. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Alter, gekackt. Oh, ja gut, die brauche ich wahrscheinlich nicht mit Feuer bekämpfen. Das bringt wahrscheinlich nichts. Oh, ficke, fucke, dacke, kacke. Wobei, was sind die denn dann empfindlich, wenn ich gegen Feuer? Gegen Wasser, aber ich habe keine Wasserfackel. Boah, ey. Das ist ja das Letzte. Ah, dahinter sind die Drehdinger aus den Dämonenruinen. Diese Feuermopeds. Womit bekämpfe ich die denn? Aber die Stelle ist ja unfucking fasslich, Mann. Weißt du, ich kann aber auch nicht öfters draufhauen, weil ich sonst von rechts geröstet werde. Aber Vieh kommt auch nicht. Schwierige Geburt. Die normalen kannst du gut mit Feuer machen. Die Mopeds halt leider nein. Ja, die Flammenmopeds sind wieder da. Einfach mal aus diese. Da ist uns eins geklaut. Oh Gott, ey, komme ich da rüber? Überlege gerade. Da ist aber auch noch ein Weg. Also, ich komme da eventuell auch andersseitig hin. Aber wo? Das wäre hier, ne? Da ist aber nix. Oder hier. Aber da ist auch nix. Da würde ich runterknallen. Hm. Oh Mann. 22 Seelen? Ich hab's gar nicht gesehen. Weiß nicht, ob ich hier rüberkomme. Ich glaube, nein. Ist ein bisschen weit, wa? Vor allem, weil es da rechts aussieht, als ob da halt ein Gang ist. Ich meine, wir können es probieren. Unten wird ja wahrscheinlich jetzt nicht die Hölle losbrechen. Wir haben nicht so viele Seelen. Die Gegner geben hier gar nicht so viel. Von daher könnten wir das machen. Wir müssen ja eh nach unten. Dann können wir von unten die Aufwege suchen. Ich gehe mal davon aus, wir würden... irgendwo da hinten landen. Hm, keine Ahnung. Gucken wir mal. Bisschen besser time, dann ist es vielleicht machbar. Kleine Titanitscherbe. Nichts ist unmöglich, Toyota. Ja doch, wenn ich springen muss, schon. Gut. Nicht wieder mit Blobs. Noch nur Blut? Nimm ich mit. Nimm ich mit. Ah. Oh, jetzt habe ich mich verlaufen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. So, wo bin ich hier? Bei irgendeinem Bonfeuer, wo ich noch nicht war. Glaube ich. Dutz!
Ich habe keine Ahnung wo, aber ich habe ein Leuchtfeuer gefunden. Das ist schon mal eine gute Sache. Für jung und alt. Ich gucke mich aber noch mal ein Momentchen weiter um. Zumal da vorne auch noch Loot ist. Alter, das ist der reinste Irrgarten. Das erinnert mich gerade wirklich so ein bisschen an die Dungeons von Bloodborne. Die waren ja ähnlich aufgebaut. Chaotischer Edelstein. Alter Schwede, ich muss mich hier irgendwann mal nochmal umsehen und zurechtfinden. Im Moment ist es eher schlecht als recht. Heilen, wiederbeleben, Menschenknechten. Weiß ich nicht, stirb einfach. Ich bin vorn. Das ist ja auch schon wieder hier ein halber Troll, oder? Ey, wenn das Ding jetzt nämlich lebt, die anderen waren nämlich tot. Foliant von Izalith. Wir haben noch einen Folianten erhalten. Das ist ja auch schon mal eine nette Sache. Dann kriegen wir bestimmt noch mehr Pyromanten. Zeug. Chaos-Pyromantin aus Izalith. Ein Pyromant. Pyromantie-Voyant aus Izalith, gefüllt mit Pyromantie der Hexen. Gib in dem Meister-Pyromanten, um Chaos-Pyromantie aus Izalith zu erlernen. Chaos-Pyromantin manipulieren Lava, bilden Wurzeln aller späteren Formen und von Pyromantien. Ja, gut, okay. Havel, sei gegrüßt. Keine Falle. Ist ja ein Ding. So, das Leuchtfeuer war jetzt wo? Hier. Und da geht's nach unten. Aha. Hammel, ich komm gut ins Bett. Danke fürs Reinschauen. Bis morgen. Hier waren wir noch nicht. Ich habe noch 4 Flakons. Würde mich halt noch mal ein bisschen umschauen wollen, weil sonst sind ja alle Mobs wieder da. Was es dann für mich noch mal schwieriger macht zu erkennen, wo ich noch nicht war. Muss jetzt halt doch da ist der Typ hin. Also wieder der Bumsmob, ne? Wo kann man den abgeben? Beim Pyromantielehrer, glaube ich. Also das werde ich zumindest gleich probieren. Wenn es jetzt anders ist, bitte nicht reinschreiben. Was? Alter! Ich hoffe, ich bin auch online.